Wir stehen gerade in Allendorf an der Bushaltestelle und möchten heute testen, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Allendorf nach Gießen kommt. Eigentlich ist die Fahrt nach Gießen ein leichtes. Man steigt in den Bus und ist etwa eine Stunde später in Gießen. Jedoch wird seit dem 16. Juli diesen Jahres die Fahrbahndecke der Landesstraße zwischen Dreis und Allendorf-Lumda erneuert. 4 Wochen sollen die Bauarbeiten dauern. Die Trag- und Deckschichten sind bereits abgefräst und zurzeit werden neue Rasengittersteine verlegt. Für alle, die in Allendorf wohnen und kein Auto besitzen, heißt es in den kommenden Wochen, viel Zeit für die Strecke nach Gießen einzuplanen. Unsere Strecke führt uns durch die Rabenau nach Grünberg am Bahnhof. Weiter geht es dann mit dem Zug nach Gießen und vom dortigen Bahnhof aus fahren wir weiter zum evangelischen Krankenhaus. Am Gießener Bahnhof angekommen, folgt schon die nächste Baustelle. Da der Bahnhofsvorplatz gesperrt ist, müssen Reisende, die vom Bahnhof mit dem Bus weiterfahren wollen, an eine Ersatzhaltestelle laufen. Für unsere Strecke ist der Weg jedoch nicht allzu weit. Vom Mathematikum geht es nun mit dem Bus zum Marktplatz und von dort zum Ziel, dem evangelischen Krankenhaus. Um 13 Uhr hat unsere Reise begonnen und jetzt sind wir nach fast 2 Stunden endlich am evangelischen Krankenhaus in Gießen angekommen. Also der Aufwand, um während der Baustelle nach Gießen zu kommen, ist sehr groß. Ärgerlich war außerdem, dass einer der Busse nach Gießen nicht klimatisiert war.